Schönen guten Abend in die Runde. Das sage ich auch im Namen der Freien Waldorfschule, die Gastgeberin ist für den heutigen Abend. Ich habe am vergangenen Sonntag, also vorgestern, mit 5 ganz netten, lieben Menschen Mittag gegessen. Tolle Stimmung. Herbst, Sommer, warm, redet nett, plaudert. Und dann habe ich die gefragt, hört mal, ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf das Thema gekommen sind. Ich habe die gefragt, gibt es das in eurem Leben, dass ihr so richtig, richtig zornig werden könnt? Ärgerlich, so Krawatte schwillt einem, man ist ärgerlich, zornig. Und die haben gesagt, nö. Nicht ganz. Also, ich darf das sagen, oder? Leander Bindewald, der nachher auch nach meiner Einleitung mit so Gespräch moderiert, sagte, ich war schon mal, einmal war ich richtig zornig. Das war mit irgendeiner Verflossenen, also typisch. Aber die anderen sagten, nein, ich kenne das nicht. Ich fahre nicht aus der Haut. Nun war einer ein Engländer und da waren wir uns in der Runde da am Mittagstisch schnell einig, das ist englischer Stil. Man ist vielleicht zornig, aber man zeigt es nicht. Und das ist gar nicht so einfach, nicht zornig zu sein, finde ich. Wenn Sie nehmen Hazel Henderson, eine ganz berühmte Frau, die sich seit vielen Jahren, sag ich mal, für das Leben in Gerechtigkeit und für die Zukunft der Erde engagiert, die sagt, eine gewisse Portion an Unruhe, an Empörung, die soll man gar nicht unterdrücken. Und da stimme ich ihr zu. Stellen Sie sich mal vor, ich bringe das immer in 3 Punkte. Wenn wir jetzt die Zeit, in der wir uns befinden, irgendwie in ein Bild bringen wollten, dann ist das nicht nur kalendarisch, jetzt im Jahr 2011, Herbst, sondern vielleicht, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, kann man auch anders ausdrücken, ich mache das jetzt mal so. Wir können auch das Gefühl haben, wir sind überhaupt in einer Art Herbstzeit. Man hat das Gefühl, die Blätter werden welk. Da geht was zu Ende. Und wenn man den Rundhorizont aufspannt und sich fragt, das schlage ich Ihnen jetzt vor, da können wir nachher auch drüber diskutieren, dass Sie das mal einen Moment auf sich wirken lassen, dann liegt das an 3 Punkten, die sich historisch ereignet haben und die heute für uns im allgemeinen Verständnis gegenwärtig sind. Die Welt ist endlich. Wir wissen, die Welt ist endlich. Räumlich und zeitlich ist sie endlich. Wir sind ein Teil der Welt, wir wissen auch, wir sind endlich. Irgendwann werden wir das Zeitliche segnen und tschüss, das war's, andere kommen nach. Der erste Punkt, die Welt ist endlich. Das zweite, was sehr wichtig war als Erkenntniszugewinn, ist, dass wir als Menschheit erkannt haben, es gibt eine Evolution. Das ist ungefähr eine Sekunde her, wenn man das auf die Weltentwicklung bezieht, dass der Entwicklungsbegriff in das Bewusstsein der Menschen gekommen ist. Vorher sprach man von Veränderung. Heute ist etwas so, morgen ist etwas anders. Es war Sommer, jetzt ist Herbst. Aber stellen Sie sich mal vor, was das bedeutet, dass man erst im 19. Jahrhundert, so im Laufe des 19. Jahrhunderts kam dieser Begriff auf. Und ich nehme an, Sie kennen diesen Kontext ein bisschen, das ist Allgemeinbildung. Was das bedeutet hat, dass man nicht einfach sagt Veränderung, sondern Entwicklung. Das eine geht aus dem anderen hervor. Entwicklung, Evolution. Eine zweite wichtige Erkenntnis und dann kommt eine dritte Erkenntnis hinzu, die ist nun wirklich überhaupt nicht alt, die ist ein paar Jahrzehnte alt und mit den Konsequenzen, mit allem daraus hervorgehenden, auch den Gefahren, sind wir unmittelbar konfrontiert und das ist, dass wir das, was das Leben ist, die Grundlagen des Lebens, nach eigenem Gutdünken, nach eigenem Willen beeinflussen können. Wir können, ich drücke das jetzt mal religiös aus, die Schöpfung manipulieren. Ich drücke das jetzt so aus, nur um mich kurz verständlich zu machen. Und das ist etwas sehr Erstaunliches. Ich habe heute Morgen in der Arbeit mit der Oberstufe die jungen Leute, die saßen alle hier, über 100 junge Leute. Das war eine tolle Zeit, also richtig gut mit denen zu arbeiten. Denen habe ich gesagt, 16. Juli 1945 in der Wüste Nevada. Ein Projekt kommt zum Abschluss mit einer ungefähr 2500 Jahre
währenden historischen Vorgeschichte und einer mehrjährigen intensiven Arbeit von Tausenden von Wissenschaftlern unter der Leitung von Robert Oppenheimer das Projekt Trinity, Trinität, Dreifaltigkeit. Und an diesem 16. Juli 1945 steigen da Leute aufs Gerüst, montieren die erste Bombe, die zweite Little Boy, Hiroshima, die dritte Fat Man, Nagasaki, im August folgten die, das wissen Sie ja alles, schrauben diese Bombe da drauf und sie wollen diese Bombe zünden, darüber sind sie sich einig. Aber über einen Punkt sind sie sich nicht einig, was passiert? Die Wissenschaftler streiten sich und es gibt zwei Lager. Einig sind sie sich unvorstellbare Sprengkraft und dabei will es das eine Lager belassen. Das andere Lager der Wissenschaftler hat die gleichen Gründe dafür zu sagen, wenn wir diese Bombe zünden, brennt die Atmosphäre ab. Was passiert ist, wissen Sie. Die haben gezündet. Und das finde ich, das ist typisch. Das charakterisiert unsere Zeit. Man kommt an einen Punkt, an dem etwas möglich ist, man kennt die Folgen aber nicht, aber man tut es trotzdem. Und wenn man sich das dann eben so zu Gemüte führt, schlaglichtartig, die augenblickliche Nachrichtenlage, was steht uns bevor? Thema Überbevölkerung, das Thema Finanzkrise, Euro-Rettungsschirm. All diese ganzen Dinge, die uns tagtäglich vorgeführt werden, die sind eben immer wieder so, dass man sagt, Leute, da stimme ich Hazel Henderson zu, da kann man eigentlich nicht ruhig bleiben. Da kann man nicht ruhig bleiben. Wenn Sie sich dann damit auseinandersetzen, weil Sie es tun, sitzen Sie ja hier. Und man hebt den Deckel hoch, man guckt sich das Ganze an. Ob man das unter dem Blickwinkel der Ökologie macht, ob man das als Wirtschaftler macht, sich mit dem Geldsystem auseinandersetzt, als Naturwissenschaftler, was weiß ich auch immer, dann stellt man etwas weiteres fest. Je tiefer man guckt, umso klarer wird es einem, ich komme aus dieser Nummer nicht raus. Ich komme aus dieser Nummer nicht raus. Wenn Sie das Finanzsystem sehen, und darüber werden wir nachher auch noch ein bisschen uns vertiefter beschäftigen damit, dann muss man immerhin sagen, okay, wahrscheinlich hat jeder von uns ein Bankkonto. Wahrscheinlich hat der ein oder andere von uns eine Lebensversicherung, spart privat auf Rentenergänzung oder was weiß ich auch immer. Wir sind irgendwie verdrahtet in diesem vermaledeiten Finanzsystem. Wir kommen aus dieser Nummer nicht raus. Aber wir müssen es trotzdem tun. Und wenn man dann sagt, das bedrängt mich, ich werde zornig, ich bin damit nicht einverstanden, dann will man etwas verändern. Und wenn man anfängt, etwas zu verändern, dann sagt man ja, aber alles kann ich nicht verändern. Noch nicht mal im eigenen Leben. Und das ist auch ein Charakteristikum unserer Zeit. Dass wir mit einem gewissen Teilbereich, den wir verändern können, jawohl, vielleicht, verzeihen Sie, wenn ich das so zugespitzt sage, den wir auch verändern müssen, wenn wir uns selbst ernst nehmen, dass wir mit diesem Teilbereich, mit dieser Partiallösung, mit diesem Komplement, mit dieser Ergänzung zufrieden sind, weil wir wissen, dass der veränderte Teilbereich auf das Große einen Einfluss hat. Weil wir das wissen. Das können wir voraussetzen. Das können wir jetzt in diesem Augenblick theoretisch voraussetzen. Wir können uns auch damit beschäftigen, wo überall Komplemente, Ergänzungen zum Mainstream geschaffen wurden, wo Menschen versucht haben, die Welt nicht nur zu durchschauen, nicht nur ihre Betroffenheit erlitten oder erzürnt haben, sondern wo sie angefangen haben, ein bisschen an der Schraube in die andere Richtung zu drehen. Solche Beispiele gibt es viele. Und aus diesen Beispielen kann man dann eben auch erkennen, unzweifelhaft heutzutage erkennen, es geht, es wirkt, wenn ich einen kleinen Teil verändere. Also Punkt 1 heute, sehr wichtig, Mut zum Kompliment, zur Ergänzung. Also ruhig zu sagen, okay, ich kann die 100% Veränderung nicht erreichen, in meinem persönlichen Leben nicht, wir gemeinsam nicht, die Menschheit, was weiß ich, das ist ein schwer schwingender Pendel oder so. Aber das Kompliment, das können wir schaffen, das sollen wir schaffen, müssen wir auch. Und es wird wirken.
Jetzt sind diese ganzen Verhältnisse, die wir heute wahrnehmen und die wir auch kritisch wahrnehmen, die sind eigentlich nicht wirklich alt. Als ich mal darüber vor einiger Zeit nachgedacht habe, versucht habe, mir das ein bisschen gründlicher vor Augen zu führen, konnte ich nicht anders als zu sagen, okay, also das, was wir heute haben, Umweltverschmutzung, Überindustrialisierung, ungleichgewichtiges Verhalten im Konsum etc. pp., Bankenwesen, Geldwesen, überbordendes Spekulantentum etc., das ist alles noch nicht furchtbar alt, das sind alles Dinge, die sich in den vergangenen zwei Jahrhunderten ereignet haben. Komisch. Auf die Menschheitsentwicklung nicht mal eine Sekunde. Da sind all diese Dinge entstanden, von denen wir heute sagen, jo, das ist, empört euch. Versucht die Alternative. Nehmen wir das 19. Jahrhundert. Einfach so ein paar kleine Schlaglichter, dass wir das einmal eben als Stimmungsbild vor uns haben. 19. Jahrhundert, das große Zeitalter der Maschinisierung, der Industrialisierung, Technisierung. Es entwickelt sich eine völlig neue Arbeitswelt. Es beginnt die Urbanisierung, die Landflucht. Die Menschen ziehen eben aus den ländlichen Regionen in die Städte. Es bilden sich Ballungszentren. In bestimmten Regionen die entsprechende Überbevölkerung mit den damit verbundenen sozialen Problemen. Das kennen Sie. Das fing damals an. Im Jahr 2008 war das Jahr, in dem zum ersten Mal weltweit mehr Menschen in Städten lebten als auf dem Land. Und es ist seitdem ja weitergegangen und geht immer weiter und immer weiter. Nun kann man sagen, okay, dadurch hat sich auch eine neue Kultur gebildet des Zusammenlebens, hier in Leipzig zum Beispiel, Großstadt. Aber wir sind in den Tagen, die wir jetzt hier in Leipzig sind, in verschiedenen Gesprächen auch darauf gestoßen, auch heute Nachmittag wieder im Gespräch, dass diese städtische Lebenskultur ja auch einschränkt. Also wer, der irgendwo im Herzen von Leipzig in einem Mehrfamilienhaus, was weiß ich, dritte, vierte Etage wohnt, hat denn noch einen Garten? Wer hat denn überhaupt noch die Möglichkeit, in seinem städtischen Lebensumfeld, das ist ja die andere Seite der zuweilen ja auch angenehmen städtischen Kultur, wer hat denn noch die Möglichkeit zur Selbstversorgung? Und das, was da passiert ist, dass durch diese kulturelle Veränderung aus diesem langsamen Herausgehen seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts bis heute, aus diesem langsamen Herausgehen aus der Selbstversorgung zunehmend immer mehr in die Fremdversorgung, arbeitsteilige Wirtschaft, das, wie Nico Pech das einmal ganz pointiert, aber ganz richtig gesagt hat, kann man unmittelbar verstehen, die soziale Fallhöhe zunimmt. Ob das nun eine persönliche Krise ist, ob das vielleicht ein Krisenereignis ist, Griechenland ist nicht weit weg, vielleicht steht uns Ähnliches auch mal bevor. Es lohnt ja deswegen auch, die Nachrichten mal zu sehen und sich auch immer mal zu fragen, wie wäre es denn, wenn es nicht Athen hieße, sondern Leipzig, was wäre hier los? Also die soziale Fallhöhe ist irrsinnig hoch und das damit verbundene Risiko entsprechend. 19. Jahrhundert, Naturwissenschaften entstehen. Die Menschen fangen an, die Welt zu erforschen und zu entdecken. Also, das haben sie natürlich auch schon vorher gemacht. Aber die Naturwissenschaften waren in dem Sinne noch keine ernstzunehmende universitäre Disziplin. Warum? Ganz einfach, weil die praktischen Anwendungsfelder fehlten. Also mit dem technischen Aufschwung entsteht auch die Fragestellung in Richtung der Naturwissenschaftler nach der Anwendung. Und dadurch entsteht sozusagen dieser Hype. Jetzt gibt es einen Menschen, auf den möchte ich Sie ganz herausgehoben hinweisen, im 19. Jahrhundert, der für viele steht und der auf etwas hinweist, seine Biografie, was uns auch heute beschäftigen kann. Dieser Mensch ist Justus Liebig. Justus Liebig wurde Anfang des 19. Jahrhunderts, 1803, in Darmstadt geboren. Und es gibt einen Bericht aus seinem Leben, dass er zum Beispiel, das charakterisiert den Zustand der Naturwissenschaften Anfang des 19. Jahrhunderts ganz gut. Er ist auf dem Jahrmarkt, er ist an einer Bude,
und sieht einem Schausteller dabei zu, wie der eben Knallerbsen produziert und vorführt. Und er ist begeistert. Vater ist Drogist und Farbenhändler. Das Interesse für Chemie liegt ihm nicht fern. Und er steht da und ist begeistert. So. In der Schule keine dollen Leistungen. Im Laufe der 10. Klasse wird er aus der Schule entlassen und für zu dumm erklärt. Du bist so dumm, du kannst noch nicht mal... Nein, nicht sie. Du bist zu dumm. Noch nicht mal eine Apothekerlehre machen. Aber er macht das. Er ist also von der Schule weg. Er macht eine Apothekerlehre, geht schief. Warum? Weil er so Knallexperimente macht und der Dachstuhl seines Lehrherrn abbrennt. Ist er also auch... Und dann macht er etwas, was heute nicht mehr möglich wäre. Er bildet sich autodidaktisch aus, als Chemiker. Er wird also Naturwissenschaftler und Sie wissen ja, Justus Liebig hat ein gewisses Renommee sich auch erarbeitet, ist angesehener Professor an verschiedenen Hochschulen, vor allen Dingen in Bayern dann geworden. Und in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts macht er eine Entdeckung. Er ist getrieben von einer Kindheitserinnerung. Und diese Kindheitserinnerung, die führt zurück in das Jahr 1816. Justus Liebig ist 13 Jahre alt, Darmstadt, also nicht weit weg von hier. Und in diesem Jahr 1816 fällt im Sommer Schnee. 1816 ist das Jahr ohne Sommer. Also in unseren Breiten Winter, tiefer Winter, unter Null, Schnee fällt statt Regen. Können Sie sich ausmalen, was passiert ist? Die Leute wussten ja noch nicht. In Indonesien gab es einen Vulkanausbruch und die Aschewolke hat eben das Sonnenlicht zurückgehalten, dadurch diese Erscheinung. Die haben vielleicht gesagt, oh, das ist der Zorn Gottes, ne? Oder sowas. Ist auch egal. Sie sind in tiefes Leid gestürzt, Hunger. Und auch dieser 13-jährige Junge hat diesen Hunger erlitten. Und dann später, in den 40er Jahren, er ist knapp 40 Jahre alt, sagt er, wie können wir den Hunger in der Welt lösen? Wie können wir das Hungerproblem aufgreifen? Aktuelle Frage. Aktuelle Frage. So wie, können wir jetzt ja auch sagen, denken Sie an Afrika, ne? Wie kriegen wir diese Scheiße gelöst? Warum müssen die Menschen so unsäglich leiden? Stichwort Zorn. Das beschäftigt ihn. Und jetzt macht er eine Erfindung. Er erfindet den Kunstdünger. Ich habe jetzt bewusst das so mit Nachdruck gesagt. Also, er löst auf seine Weise das Problem, mit einem Kunstgriff mehr aus der Erde herauszuholen, als sie normalerweise gibt. Also das Prinzip ist ja sehr einfach. Es wird ein Mineral der Erde entnommen, es wird chemisch aufbereitet und auf den Feldern wieder ausgebracht. Und dann wächst da mehr. Er ist also wirklich, er hat das gut gemeint. Aber auch das charakterisiert unsere Zeit. Er hat die Folgen noch nicht übersehen. Er hatte ja keine Ahnung, was passiert, wenn eben zu viel Kunstdünger ausgebracht wird. Was passiert mit dem Grundwasser? Was passiert mit den Flüssen? Und so weiter und so weiter. All die Dinge, die wir heute sehen. Er hat also eine Entwicklung eingeleitet aus gutem Glauben. Eine Entwicklung, die zu Verhältnissen geführt hat, von denen wir heute sagen, empört euch. Da müssen wir aber auch nicht stehen bleiben. Das ist nun ein ganz klassisches Beispiel. Wenn Sie über die Landwirtschaft, Land-, Gemüseanbau, Gartenwirtschaft sprechen, da gibt es nun so viele verprobte Praxismodelle, dass es anders geht. Daran kann heute niemand mehr zweifeln. Der Praxisbeweis ist erbracht. Stichwort Afrika, Hunger. Kleine Randbemerkung, weil sie mir gerade einfällt. Stellen Sie sich mal vor, es wird ja für Spenden aufgerufen. Spendet Brot für die Welt, was weiß ich, Spendenkonten, Tagesschau wird es eingeblendet. Und manch einer, der auch gerne, und das ist ja auch gut so, dafür sein Geld gibt. Ja, stellen Sie sich mal vor, dieses Spendenaufkommen, was weltweit generiert wird, kumuliert, die Zahl ist jetzt nicht so wichtig, das kumulierte Spendenaufkommen fließt nach Afrika. In notleidende Staaten. Das wollen wir doch auch. Jetzt ist das aber so, dass diese Staaten Schulden haben. Und diese Schulden müssen sie mit Zinsen bedienen. Darauf kommen wir gleich noch. Jetzt frage ich Sie, einige wissen es, mit denen habe ich schon drüber gesprochen, die müssen jetzt schweigen. Vielleicht haben Sie ein Angebot. Herr Langer? Wie lange dauert es,
bis das gesamte Spendenaufkommen an afrikanische Staaten gezahlt, in Zinszahlungen in die Geberländer wieder zurückfließt. Wie lange dauert das? Sagen Sie eine Zahl, riskieren Sie eine Antwort. Einfach so aus der Hüfte geschossen. 10 Jahre. 10 Jahre. Haben wir ein anderes Angebot. 10 Jahre dauert es, bis das gesamte Spendenaufkommen als Zinszahlung in die reichen Länder zu uns, halbes Jahr. Drittes Angebot, dann löse ich es auf. 5 Tage. Also 10 Jahre, halbes Jahr zu viel, 5 Tage zu wenig, 14 Tage. Und das ist eine dramatische Zahl. Jetzt kann man sich doch fragen, Jungs, was ist da, da ist was kaputt. Das kann doch nicht wahr sein. Wie krank ist denn dieses System? Wenn Sie nur dieses Packende nehmen, und wir werden, wie gesagt, ich komme da gleich nochmal von der anderen Seite drauf, können auch nachher drüber diskutieren, wenn Sie nur dieses Packende nehmen, dass Menschen bereitwillig sagen, ich möchte diesen Menschen helfen, ich möchte die Not lindern, ich spende aus meinem verfügbaren Geld etwas für die Hungernden. Und dann fließt das in 14 Tagen wieder in die Geberländer zurück. Spätestens dann ist ja der Augenblick, dass wir uns für diesen Zins- und Zinseszinsquatsch unbedingt interessieren müssen. Weil wenn wir es nicht tun, dann haben wir ein Stück Wirklichkeit nicht verstanden. Und dann sind wir nicht so ganz Mensch. Riskant, wenn ich das so sage. Ne? Schwelle 19. bis 20. Jahrhundert. Der Mensch tritt in den Vordergrund. Mit den Naturwissenschaften auch ein großer Aufschwung für die Humanwissenschaften, Medizin, tut sich unendlich viel in dieser Zeit. Entwicklung, all das fällt ja, der Entwicklungsgedanke, was ich vorhin angedeutet habe, fällt auch ins 19. Jahrhundert. Und jetzt fragt man, was ist eigentlich der Mensch? Und man hat zum allerersten Mal an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert den Moment erreicht, wo ein Wissenschaftler Ihnen sagen kann, ich weiß mehr über dich, als du über dich selbst. Das ist strange. Das ist ein Ding. Aber das ist der erste Moment, das ist das erste Mal. Und das eine ist, kurz angedeutet, und dann komme ich auf eine andere Sache, die Sie noch nicht kennen. Das eine ist, dass sich daran natürlich zum Beispiel Psychotherapie, Psychoanalyse anschließen, das kommt dann im 20. Jahrhundert, und dann die ganze Entfaltung dieser Thematik bis in die Jetztzeit und wahrscheinlich noch weit darüber hinaus. Dass es möglich ist, den Menschen zu verstehen, uns allen möglich ist, an uns selbst zu arbeiten. Aber es gab noch ein anderes Ereignis. Gibt es unter Ihnen einen oder eine Menschen juristischer Prägung? Gibt es hier einen Rechtsanwalt oder einen Jurastudenten? Nein. Klasse. Denn wenn es den gäbe, müsste der jetzt schweigen. Es gibt ein ganz wichtiges Buch, und das ist das Bürgerliche Gesetzbuch. In diesem Bürgerlichen Gesetzbuch steht alles, was unser Zusammenleben ordnet. Sie können also, nehmen wir an, Sie haben eine Wohnung, Sie vermieten eine Wohnung, können Sie sagen, diese Wohnung vermiete ich an Person XY, es gilt das BGB. Ort, Datum, Unterschrift, Mietvertrag gemacht. Das regelt in jeder Form unser Zusammenleben. Bürgerliches Gesetzbuch. Der ein oder andere von Ihnen hat schon drin gelesen. Und trotzdem frage ich Sie jetzt, Herr Henkel. Paragraph 1, Bürgerliches Gesetzbuch. Weiß man nicht. Weiß einer, kennt einer den Paragraphen? Das wäre jetzt ein Zufall. Ne? Nein, jetzt sind Sie beim Grundgesetz. Das ist zwar ein schöner Satz und der ist auch genial, aber das ist das Grundgesetz. Das Bürgerliche Gesetzbuch ist, und deswegen bringe ich dieses Beispiel, am Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Und die Gruppe von Menschen, die das geschrieben hat, ist ja dann immer wieder und wird bis in unsere heutige Zeit immer wieder angepasst. Internet lässt grüßen und so weiter, man braucht immer wieder neue Regeln des Zusammenlebens. Die waren wirklich kluge und auch irgendwie weisheitsvolle Leute, denn in diesem ersten Satz, in diesem ersten Paragraphen heißt es folgendermaßen: Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung seiner Geburt. Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung seiner Geburt. Punkt. Paragraph 1 BGB. Wieder was gelernt. Jetzt natürlich, jetzt haben wir sofort eine Vorstellung, ist ja alles klar, dass der Moment der Abnabelung, der erste Schrei,
dann würde ich kontern, ist das menschliche Wesen im Mutterleib, nun ist das eine Sache oder gut, das ist ein anderes Thema. Spielen wir mal mit diesem Begriff oder mit dieser Formulierung, dann schlage ich Ihnen vor, vielleicht können Sie dem folgen, sind wir tatsächlich geboren? Das ist eine komische Frage, ne? Natürlich, wir haben ja ein gewisses Alter, wir sind abgenabelt und so weiter, groß geworden, liegen nicht mehr in den Windeln. Aber ich meine das jetzt im übertragenen Sinne. Und das, wenn man das zulassen kann, wenn man also sagt, okay, ich bin zwar physisch geboren, aber trotzdem sage ich, jeder Tag ist ein neuer Tag, jede Aufgabe ist eine neue Herausforderung. Ich entwickle mich. Ich wende den Entwicklungsbegriff auf mich selbst an als Mensch, dann darf ich sagen, ich werde permanent neu geboren. Und wenn ich sagen würde, der Geburtsvorgang ist zu Ende, ja meine Güte, dann sage ich vielleicht, Mensch, endlich sehen wir uns wieder, du hast dich überhaupt nicht verändert. Das ist ja eigentlich eine Beleidigung, ne? Obwohl man ja weiß, was damit gemeint ist. Aber wir sind in einer dauernden Entwicklung und das ist auch ganz gut so, wenn man das so für sich sagen kann. Und dann ist man mittendrin in diesem, ja, wenn ich noch nicht vollständig geboren bin, wenn ich ein Mensch bin auf dem Weg, dann bin ich vielleicht, und das ist ein ganz schönes Gefühl, da sieht vieles anders aus in dieser Welt, dann bin ich vielleicht viel mehr Kind als Erwachsener. Nicht, weil ich mich wieder zurückbeamen kann, ne? Nicht, weil ich mein Alter ignorieren kann. Ich bin also ein bisschen grau, 54. Meine Kinder sagen, Papa, jetzt bist du alt. Stimmt ja nicht, im Herzen bleibt man ja jung. Also wenn man so voraussetzt, ich versuche als Mensch entwicklungsoffen zu sein, dann kommt man stimmungsmäßig so ein bisschen in Kindstimmung zurück, Kindheitsstimmung zurück. Und dieses Motiv, Kindheit, das ist mir kürzlich begegnet, als ich ein Interview gemacht habe mit Gunter Pauli. Gunter Pauli ist ein hoch erfolgreich international arbeitender Unternehmer und Buchautor, hat ein Buch geschrieben, was ich Ihnen hiermit herzlich empfehle, Zen and the Art of Blue. Wenn Sie nicht so flüssig Englisch lesen können, es gibt es auch in deutscher Übersetzung, Zen and the Art of Blue. Ein Mensch, der sich engagiert, er ist Mitglied des Club of Rome, auch als Unternehmer einsetzt für den Erhalt unserer Erde, unserer Lebensgrundlagen, für die Gerechtigkeit auf diesem Planeten, Gunter Pauli. Und den habe ich gefragt, Herr Pauli, wenn Sie sich so vorstellen, dass Menschheit kein Plural ist, sondern wenn Sie sich vorstellen, dass die Menschheit zum Menschen gehört, wie die Kindheit zum Kind. Verstehen Sie, was ich meine? Also, dass das eine ganz bestimmte Qualität ist, ein ganz bestimmtes Seinsgefühl, Lebensgefühl, das entsteht, weil ich es will, für mich, was ich pflege. Wie finden Sie das? Und dann sagt er ganz wunderbar, das ist ja so, Menschheit, wenn ich Menschheit, also Humankind, nicht Mankind, Humankind, im Englischen ist das näher dran an dem, was ich jetzt meine, wenn man das entwickelt, dann kommt man in eine Kindheitsstimmung zurück. Und wenn, und das können Sie so einfach speichern, ein bisschen drüber nachdenken, wirken lassen, wenn ich das entwickle, dieses Gefühl, wieder Kind sein zu können, dann bin ich frei, durch Visionen, und das ist ja etwas sehr Wichtiges, hindurch zu neuen Realitäten zu kommen, zu adäquaten Realitäten, die ich als Mensch schaffe. Wunderbares Motiv. Menschheit schaffen. Ein paar Minuten haben wir noch. Jetzt machen wir einen Sprung zurück in etwas, was ich Ihnen eben angedeutet habe. Ich habe Ihnen über den Rückfluss der Spendenzahlungen erzählt. 14 Tage dauert das. Und ich habe Sie darauf hingewiesen, da ist was nicht in Ordnung. Jetzt stelle ich die Frage von einer anderen Seite. Stellen Sie sich mal vor, alles, was Sie kaufen, heute vielleicht gekauft haben, Lebensmittel, vielleicht haben Sie sich ein paar Schuhe gekauft, vielleicht sogar ein neues Auto oder was weiß ich, irgendwas. Sie haben Ihr Geld
gegeben für irgendeine Leistung, die Sie in Anspruch genommen haben. Stellen Sie sich mal vor, das, was Sie gekauft haben, würde nur noch die Hälfte kosten. Das müssen Sie ein bisschen rechnen. Stellen Sie sich vor, das hier ist ein Preis, den Sie gezahlt haben. Und damit Sie es einfach haben, ist das ein Preis, Sie waren bei Karstadt, haben was eingekauft, Kassenzettel, gucken auf den Kassenzettel. Auf dem Kassenzettel steht 119 Euro, enthält Mehrwertsteuer, steht da drauf. Nun wissen wir das, Mehrwertsteuer 19 Euro, ne? 100 Euro netto plus Mehrwertsteuer sind 119. Wie fänden Sie das, wenn jetzt die ganze Geschichte, die Sie da gekauft haben, nur noch die Hälfte kosten würde? Wäre doch schön. Wenn also sämtliche Konsumgüter nur noch die Hälfte kosten würden, dann könnte man zum Beispiel von ALG II, was ja eine Menschenrechtsverletzung ist, ganz kommod leben. Dann sähe die Welt schon anders aus. Also aus diesen 700 und ein paar kaputte würden knapp 1500 Kaufkraft. Wäre nicht schlecht. Ist theoretisch möglich. Und das wollen wir uns mal zusammensetzen. Den einen Teil hatten wir, das ist Umsatzsteuer. Und wenn Sie die Umsatzsteuer im Preis ausrechnen, also nicht auf netto oben draufschlagen, sondern im Preis, also die Fragestellung lautet jetzt, wie viel Prozent sind 19 Euro von 119? Ungefähr 15. Dann könnten Sie sagen, gut, also wenn ich den Preis, den ich bezahlt habe, um die Umsatzsteuer bereinigen würde, dann kann ich die ersten 15% abziehen. So, jetzt nehmen wir mal an, das, was Sie da gekauft haben, ist ein paar Schuhe. Sie haben sich neue Schuhe gekauft. Ja, neue Schuhe. Und Sie sagen, okay, das ist in Ordnung, ich zahle die 119 Euro. Und jeder von uns weiß, dass Sie vergüten eine ganze Leistungskette. Also Kassierer oder Kassiererin muss vergütet werden. Der Mensch, der das ins Regal gepackt hat, muss vergütet werden. Lagerverwaltung muss vergütet werden und so weiter und so weiter und so weiter. Überall eine ganze Leistungskette. Diese Leistungskette, da gibt es zum Beispiel einen Lieferanten. Und dieser Lieferant, der die Schuhe zum Kaufhaus gefahren hat, wo Sie die erworben haben, der hat einen Lieferwagen. Und diesen Lieferwagen, weiß ich nicht, Kostenpunkt vielleicht um die 50.000 Euro, den wird er ganz sicher nicht bar bezahlt haben. So viel Geld haben wenig Menschen liquide auf dem Konto. Der hat das also finanziert. In der Finanzierung sieht das dann eben so aus, ist zu einer Bank gegangen, kreditwürdig, alles klar, kriegen Leasingvertrag, Darlehensvertrag, irgendwie, Bank leiht ihm das Geld, dann muss er Zinsen bezahlen. Und wenn er diese Zinsen an die Bank zu zahlen hat, was macht er? Ganz einfach. Er sagt, ich bin doch nicht blöd, ich zahle doch keine Zinsen. Stimmt, kein Unternehmer zahlt Zinsen. Nur verrückte Unternehmer zahlen Zinsen. Unternehmer zahlen übrigens auch keine Steuern. Die Zinsen, die er zu zahlen hat, die soll der Kunde bezahlen. Das heißt, er rechnet die in den Preis. Ihre Schuhe waren in einem Regal. Dieses Regal ist von irgendeinem Ladenausstatter. Kostenpunkt, was weiß ich, in der Regel auch nicht bar bezahlt, auch finanziert. Und so kann man jetzt die ganze Leistungskette, bis die Schuhe im Laden sind, ist da eine ganze Menge Kredit drin. Dieser Kredit kostet Zinsen. Und diese Zinsen, oh Schreck, oh Graus, zahlen Sie, jeder von uns. Jetzt weiß ich, dass es einige gibt, die die Zahl kennen und einige, die es nicht kennen. Schätzen Sie mal, Leute haben sich darüber Gedanken gemacht und haben das nachgerechnet, wie hoch der Anteil an Zinsen in sämtlichen Konsumgütern ist, die wir hier in Deutschland, in Leipzig, kaufen können. Wenn Sie es nicht wissen, sonst wäre es gemein. Gibt es jemanden, der das nicht weiß? Schätzen Sie. Ich würde schätzen, 60%. Das ist viel. Zu viel. Der Zinsanteil, ich will das abkürzen, ist ungefähr 30%. Ich finde das aber schon ganz schön saftig. Das ist schon eine dolle Zahl. Das heißt also, wenn Sie die Preise für unsere Konsumgüter
von Umsatzsteuer und den in die Preise kalkulierten Zins bereinigen würden, dann ist das tatsächlich, gut, das sind jetzt 45%, wenn Sie es aufaddieren, dann würde tatsächlich alles nur noch ungefähr die Hälfte kosten. Toll, schöne Geschichte. Nun ist aber das Problem, das habe ich ja am Anfang gesagt, und jetzt kommen wir langsam zum Schluss und dann können wir so ein bisschen ins Gespräch kommen. Nun ist aber das Problem, das habe ich ja angedeutet, wenn wir das auch durchschauen, wenn wir so einen Zipfel gepackt haben, so wie wir jetzt alle in diesem Augenblick das sehen, wir kommen aus dieser Nummer nicht raus. Wir kommen aus dieser Nummer eigentlich nicht raus. Wir sind da eingewoben durch Sparkonto, durch Lebensversicherung und all so etwas. Wir sind ja auch Entgegennehmer von Zinsen. Wir nähren das Zinssystem. Wir speisen das immer wieder ein. Jetzt habe ich aber vorhin auch gesagt, es ist möglich und es ist nötig und es ist auch sinnvoll, Ergänzungen zu schaffen, Komplemente. Und solche Komplemente, solche Ergänzungen werden tatsächlich geschaffen mit sogenannten Komplementärwährungen. Das heißt also, Leute kommen auf die Idee, ich gehöre auch zu dieser Gruppe von Menschen, 4500 verschiedene nichtstaatliche Währungen gibt es weltweit, die sagen, wir erfinden unser eigenes Geld, wir sagen jetzt, ich übertreibe, ne? In unserem Netzwerk sind Knöpfe Geld, Knöpfe. Wenn das mehr als drei Menschen sagen, dann haben sie ein Zahlungsmittel geschaffen. Und so erstaunlich das klingt, das ist mit dem Euro auch gar nicht, das ist gar nichts anderes. Man kann nichtstaatliches Geld schaffen, Komplementärwährungen, man kann die schaffen, man kann die in den Umlauf bringen und man hat damit eben tatsächlich eine Möglichkeit, die man nicht hat, wenn man nur ganz einfach so, wie es der Alltag gebietet, die Euros verwendet, man kann dem Geld, was man dann in seinem Netzwerk verwendet, Eigenschaften geben. Und eine Eigenschaft zum Beispiel ist, dass man sagt, keine Zinsen. Wir wollen keine Zinsen. Hier in Leipzig gibt es auch eine Gruppe, die das gemacht hat, der Lindenthaler, können wir nachher vielleicht noch ein bisschen drüber hören. Eine junge Initiative, die angefangen hat. Ich selber gehöre zu der Gruppe Coinstadt, also dem Coinstadt-Kooperationsring. Und so gibt es unendlich viele, könnte man fast sagen, Ideen und so weiter, die auch schon verprobt sind, an denen man sehen kann, es funktioniert. Man hat das auch analysiert, man hat sich gefragt, okay, also wenn man nur einen gewissen Teil des Geldes, und damit müssen wir wohl zufrieden sein, das ist auch okay, einen gewissen Teil des Geldes in Komplementärwährung zahlt, dann hat das einen Sinn. Dann ist das, wie wenn eben das Gesamtsystem geimpft wird. Dann kommt eine andere Qualität sozusagen ins Leben. Und jetzt gibt es wahrscheinlich unter Ihnen einige Leute, die sagen, ja gut, das hört sich eigentlich nicht schlecht an, aber Komplementärwährung, selber Geld schaffen, geht das? Wie soll denn das funktionieren? Wie wird man sich da einig? Gibt das nicht Streit? Kommt man nicht irgendwann an Grenzen, wird das neue System nicht auch wieder von dem alten geschwächt? Und jetzt sage ich Ihnen etwas ganz Erstaunliches. Sie alle, die Sie hier sitzen, nutzen tagtäglich Komplementärwährung. Wie bitte? Schlussbild, was ich Ihnen anmalen will. Das tun Sie tatsächlich. Sie nutzen eine Währung, von der Sie vielleicht jetzt zum ersten Mal hören, dass es eine ist, aber vielleicht können Sie dem dann auch folgen. Nehmen wir mal an, das ist Ihr Leben. Nehmen wir mal an, Sie würden 80 Jahre alt werden. Ob das wirklich so ist oder nicht, werden wir ja sehen. Aber so, nehmen wir mal an, 80 Jahre. Irgendeine Zahl muss man da hinschreiben. Dann ist ein Kapital, das Sie haben, und das bitte ich Sie einfach mal als solches auch zu erkennen heute, zuzulassen, einfach mal so als Modellvorstellung, dann ist ein Kapital, über das Sie verfügen, für immer und ewig mit allen Menschen gleich, die Zeit, Ihre Lebenszeit, Tempus, Zeit, Währung.
Das heißt, Sie haben zur Verfügung bei einer 80-jährigen Lebenszeit roundabout 650.000 Stunden. Das ist Ihr Kapital, meins, von jedem von uns. Teil davon für die Ökonomen haben Sie von der Passivseite schon in die Aktivseite gebracht. Das sind die Jahre, die hinter uns liegen. Verwandeltes Kapital, aber es ist Kapital. Mit dem gehen Sie auch um. Dann haben Sie eine Währung, mit der Sie umgehen, tagtäglich, haben Sie auch jetzt in der Tasche. Die nennen wir die Standardwährung. S für Standard, W wieder für Währung. In unserem Fall hier in Leipzig der Euro, in USA der US-Dollar. Kleine Nebenbemerkung, ich habe in diesem Jahr wieder Urlaub in Kanada gemacht. Bisher war es so, dass man in Kanada gleichwertig kanadische Dollar, US-Dollar verwenden konnte. Jetzt ist es so, dass die ersten Händler anfangen, sich zu weigern, US-Dollar anzunehmen. Interessant. Und wir sind ja alle auf die nächsten Monate gespannt, ob Obama das irgendwie hinkriegt und was aus den Vereinigten Staaten wird. Okay, Randbemerkung. Wir alle nutzen Euros. Ich setze jetzt hier an. Das ist nicht ganz bei Null, in einem unterschiedlichen Grad. Das heißt also hier, sagen wir mal in der Lebensmitte, bei diesem Modellfall ungefähr bei 40 Jahren angekommen, da ist man am meisten im Eurosaft. Da wird man von den Banken gegrillt oder was weiß ich. Also man hat eine Eigentumswohnung, die hat man finanziert. Man hat einen Wagen, von dem man glaubt, dass man ihn braucht, da hat man einen Leasingvertrag für, man hat Lebensversicherung, was weiß ich, oder man hat schlicht zu wenig für das, was die anständigen Lebensverhältnisse sein sollen, hier, wo wir leben, in Leipzig oder wo auch immer in Deutschland. In dieser Zeit hier machen wir uns viel Sorgen ums Geld, Standardwährung. Wir verwenden sehr viel Zeit unseres Lebens darauf. Da hat die Kurve sozusagen ihr Maximum erreicht. Und das hat sich aufgebaut von Kindheitszeiten an. Nehmen wir mal an, dieser, wo ich die Kurve angesetzt habe, wäre Kindergartenalter. Da könnte man sagen, okay, so ein kleines Kind kauft sich auch mal ein Eis. Da fängt der Euro so langsam an, eine Rolle zu spielen. Und dann baut sich das wieder ab. Also ich selber habe ja gesagt, ich bin hier 54-jährig. Meine Kinder sind erwachsen. Da wird das, kommt das so langsam, läuft das aus. Ne? Man kann wieder ein bisschen ruhiger schlafen, so was die Standardwährung angeht. Jetzt gibt es noch eine andere, dritte Währung und das ist die Komplementärwährung. Dafür ein ganz einfaches Beispiel. Der Nachbar fragt Sie, Ding Dong, kann ich mal deine Bohrmaschine leihen? Sagt man, klar, kannst du deine Bohrmaschine leihen. Und Sie denken im Stillen, ich habe ja auch mal seinen Rasenmäher geliehen. Oder Sie werden gefragt, kann ich mal dein Auto leihen? Sagt man, alles klar, nimm das Auto. Ich kann dich ja auch mal fragen, wenn ich kein Auto habe und so. Das sind so die Arrangements, die man in der Nachbarschaft trifft. Wahrscheinlich sind wir uns alle ganz schnell einig, das passiert im Leben laufend. Jeder von uns macht das. Das heißt, es gibt einen Teil von dem, was wir Wirtschaft nennen, Wirtschaft, Befriedigung, planvolle Befriedigung von Bedürfnissen, die wir haben, das ist die Definition von Wirtschaft. Was mit Standardwährung gar nichts zu tun hat, wo wir aber mit unserer Lebenszeit, mit unserer Grundressource, nenne ich es mal, so umgehen, dass wir sagen, ja, da muss kein Euro über den Tresen. Klar leihe ich ihm meine Bohrmaschine. Klar passe ich mal aufs Kind auf. Selbstverständlich kann ich auch für dich mit einkaufen. Ich gehe jetzt sowieso gerade in die Stadt oder solche Sachen, ja? Und das ist tatsächlich K für Komplementär, W für Währung. Das ist eine Komplementärwährung, die wir alle nutzen. Nur, wir nutzen sie weitgehend unbewusst. Wir machen uns darüber nicht viele Gedanken. Jetzt in diesem Augenblick, wo ich das anteaser sozusagen, da denken Sie drüber nach. Und jetzt versuchen Sie sich mal da reinzuversetzen in diese Lage.
Wie ist das denn, wenn man mit einem Nachbarn sich arrangiert und sagt, okay, ich kaufe für dich mit ein, man arrangiert sich. Gute Nachbarschaft, das macht Spaß. Und ist Zins- und Mehrwertsteuer frei? Ist Zins- und Mehrwertsteuer frei, absolut. Das macht Spaß. Das ist so, und das riskiere ich jetzt einfach mal als These, je mehr Komplementärwährung wir nutzen und was das ist, losgelöst von allen Systemen und Namen, habe ich Ihnen jetzt gesagt, wir nutzen es alle, je mehr ich davon nutze, je mehr ich in mein Leben einbringe, und das ist ein ganz wunderbarer Zusammenhang, den zu beachten sich lohnt, umso größer ist die Lebensqualität. Ganz einfach. Funktionierende Nachbarschaft, funktionierender Kiez, Stadtteilfeste, Carsharing, Tauschkreise, von mir aus auch Regionalwährung, Gemeinschaftsgärten, all diese ganzen Dinge. Und das kann man doch mal so feststellen. Steigert die Lebensqualität. Ich muss also gar nicht groß politisch argumentieren, wenn ich mit Menschen spreche, für die das Neuland ist, sondern ich kann sagen, okay, wenn du das jetzt nicht nur gelegentlich machst, dass du mit deinem Nachbarn dich arrangierst, Tauschgeschäfte machst, sondern wenn du es bewusst tust, wenn du es bewusst darauf anlegst, mehr zu machen davon, weniger Euros im Leben zu verwenden, steigt deine Lebensqualität. Und ich sage Ihnen aus Erfahrung, wenn Sie das schaffen, im Monat nur 50, 60 Euro durch bewusste Tauschgeschäfte zu ersetzen, Sie werden es fühlen. Sie werden es merken. Es löst die entsprechenden Effekte in Ihrer Umgebung und auch in Ihrer eigenen Seele aus. Wunderbar. Hier in Leipzig können Sie es machen. Ganz einfach. Schließen Sie sich im Lindenthaler an. Suchen Sie sich eine andere Komplementärwährung, suchen Sie sich einen Tauschkreis. Auch das wieder interessant. Der Möglichkeiten sind viele, wir müssen es nur tun. Wir werden nächstes Jahr, dieses hier ist ein Auftakt, im Juni drei ganz besondere Tage haben. 7., 8., 9. Juni. An diesen Tagen werden hier an der Schule zunächst, 7. und 8. Juni, wird ein Kongress stattfinden und wir werden die Gelegenheit schaffen, dass Menschen hierher kommen. Sie sind herzlich eingeladen dazu. Internetlink und so steht auf diesem Blatt drauf. Sie können sich mit all diesen ganzen Themen beschäftigen, die ich jetzt nur angerissen habe. Sie können eintauchen in die Welt der Komplementärwährung. Sie können sich mit Permakultur beschäftigen, Transition Town, bedingungslosen Grundeinkommen und so weiter. Wir haben die Idee, wir nennen das eben Fair Venture. Wir haben die Idee, jetzt einen nächsten Schritt einzuleiten, dass wir sagen, es gibt so viele gute Lösungen, so viele Spezialisten in Ihrem Fachgebiet, dass jetzt der nächste Schritt der Vernetzung angesagt ist. Wir wollen das deutlich machen. Wir wollen zeigen, dass man die Welt verändern kann. Wir wollen Praxisbeispiele vorstellen, Initiativen, die hier zusammenkommen, Fachleute aus den verschiedensten Gebieten, die Workshops anbieten, Vorträge, Diskussionsrunden, um damit eben ein Zeichen zu setzen, dass die Veränderung möglich ist. Am 9. Juni schließt sich an, da kann Herr Henke nachher noch ein bisschen zu sagen, eine Großveranstaltung, die sich speziell mit der Zinsfrage auseinandersetzt, die Möglichkeiten aufzeigt, das ganze Gebilde, das Bankwesen, komplexe Geldwesen zu verstehen und dann eben auch zu sehen, wie kann man es verändern. Also, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus oder ihre Lichter voraus, sagen wir lieber nicht Schatten. Und Sie sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Die Internetanschriften von diesen beiden Veranstaltungen stehen auf den Zetteln. Last but not least, hier liegen Hefte und Flyer, die können Sie sich alle mitnehmen. Von unserem Medienpartner Oya. Ein ganz gutes Heft, Geldbeben, speziell zum Geldthema. Die anderen Hefte sind auch klasse. Wenn das nicht reicht, haben wir auch noch mehr im Auto. Informieren Sie sich, jetzt können wir es gleich nochmal diskutieren. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.